Digga, das ist Faker Kianis. Was geht ab, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer weiteren Episode. Freunde, erstmal vielen Dank für eure ganzen zahlreichen Kommentare. Ich schwöre, ich liebe es, wenn alle kommentieren, und es kommentieren immer so viele Leute und manchmal sehe ich sogar immer die gleichen. Deshalb, ihr macht euch richtig sympathisch bei mir. An alle anderen, kommentiert gerne eure Lösungen, eure Fragen rein. Und in dieser Folge, Freunde, so wie es im Titel steht, ich kämpfe wortwörtlich gegen mein dunkles Ich. Und ich weiß immer noch nicht, wer diesen Charakter spielt und ob das von Mira inszeniert ist oder nicht, aber ich werde es noch herausfinden. Und das Allergeilste ist, ich bekomme heute eine neue Fähigkeit, wortwörtlich eine neue. Und was diese Fähigkeit sein wird, Freunde, ich sage euch nur eine Sache, ihr kennt sie alle aus Animes. Also es ist komplett gleich, ich weiß noch gar nicht, was Mira sich dabei gedacht hat, aber es ist crazy. Es ist wirklich mega, mega crazy. Deshalb gönnt auf Ehre ein Abo, ein Like, aktiviert die Glocke und schaut unbedingt das Video von Anfang an bis zum Ende. Und kommt auch in die WhatsApp-Gruppe, Leute, ne? Dort wird immer, gibt's immer ganz, ganz viele Infos. WhatsApp-Gruppe in der Beschreibung. Freunde, viel Spaß und let's go! Ach ja, Leute, erinnert dich noch an diese Stelle hier. Also ich muss wirklich sagen, ich vermisse es. Ich vermisse es wirklich, hier zu sein. Also wenn ich hier auch schon gucke, was ich hier alles gebaut hatte, erinnert ihr euch noch hier den Raum, wo wir diese ganzen Bücher gesammelt haben, die ganzen Hörner und ich weiß nicht, dann der Tower mit Excalibur, das war auch eine richtig crazy Zeit und dann irgendwann ist alles kaputt, Tobi ist weg, ich vermisse Tobi unnormal, keine Ahnung, wo der ist, was er macht, wie es ihm geht. Manchmal ab und zu sehen wir uns auf Discord und telefonieren, aber seitdem er hier gebannt worden ist, ist er echt auch ein bisschen ruhiger unterwegs und er tut mir einfach mega leid, ich weiß nicht, wie wir ihn irgendwie zurückholen können, was wir machen können am besten. Aber ja, kein Plan, Leute. Diese neue Fähigkeit mittlerweile, ich habe mich echt dran gewöhnt und es macht auch mega, mega, mega Spaß. Also ihr seht es wirklich, sie ist crazy, sie ist so... Oh, ich habe noch Raketen, doch, habe ich. So, sie ist so crazy, diese Fähigkeit. Aber ich habe noch, glaube ich, paar Sachen, die ich klären muss. Denn ihr wisst ganz genau, es gibt einen Faker Kianis. Wir haben gestern gesehen, der Olymp ist komplett kaputt und wir haben noch eine neue Fähigkeit, die wir auf jeden Fall abchecken müssen. Uraltes Desaster ist auch unvollständig. Für alle, die nicht wissen, was Uraltes Desaster ist, das ist der Skill hier. Aber irgendwie ist der noch nicht ready. Keine Ahnung warum. Irgendwas soll da noch passieren, ich weiß es gar nicht. Ich bin einfach nur richtig mega, mega traurig und... Aha, eine neue Nachricht! Wir haben eine neue Nachricht bekommen. Das Buch. Oh. Digga, ist wieder ein neues Buch. Es wird Zeit für deine nächste Fähigkeit. Doch bist du dem auch gewachsen? Deine Aufgabe liegt darin, sich deiner Finsternis zu stellen. Der Kampf wird kommen, doch du bist noch nicht bereit. Die Kraft liegt im momentanen Positionswechsel. Die Lösung liegt aber bei dir. Suche den Ort, wo du deine Macht das erste Mal erhalten hast. Die Kraft liegt im momentanen Positionswechsel, die Lösung liegt aber bei dir. Hä? Also no joke, ich habe keine Ahnung, was mir das jetzt hier wieder sagen will. Wo habe ich meine Macht das erste Mal erhalten? Ja, da muss ich doch... Bro. Ganz einfach. Da muss ich doch wieder da, wo ich gegen Zeus gekämpft habe, wahrscheinlich hin. Oder nicht? Egal, ich mache mich mal auf den Weg. Aber ich verstehe nicht, warum jetzt so viele Nachrichten über dieses Buch kommt. So, ich kriege sehr, sehr viele Nachrichten gerade. Und ich glaube, dass Mira das macht. Aber irgendwo auch nicht. Ich weiß, hier ist es nicht. Ich check trotzdem nochmal diesen Ort ab. Wer weiß, vielleicht ist hier irgendwie ein Hinweis oder irgendein neues Item oder irgendwas, was ich brauche. Vielleicht lese ich hier nochmal rein. In diesem Tempel gibt es eine Rarität. Okay, nein. Das hatten wir. Hatten wir. Okay, Leute. Nee. Ist alles gut, alles super. Ist nichts Besonderes mit bei. Da müssen wir jetzt den Ort aufsuchen, wo ich gekämpft habe. Die Frage ist nur, wo ist dieser Ort? So, warte mal. Wenn wir von da gekommen sind, dann muss dieser Ort da sein, Leute. Dann darf ich ja nicht jetzt falsch fliegen. Das war ja, soweit ich weiß, 1500 und 450. Irgendwie so. 450. So. Und 1500. Da. Oder nee, 1450. Genau. So, jetzt sind wir hier. Neue Fähigkeit, komm ran, Ali. Möge der Donner mich leiten? Hallo? Digga, bin ich irgendwie falsch? Warum habe ich das Buch nicht mitgenommen?
Warte mal, wo habe ich meine Fähigkeit? Ey, meinen die vielleicht da, wo ich das erste Mal meinen Donner bekommen habe? Sprich, dort diese eine Ruine, wo ich war, wo ich diese Treppe hochgehen musste. Meinen die vielleicht das, Chat? Ja, das kann eventuell sein, weil wenn hier nichts ist, ein Schwein. Okay, hier ist halt wirklich nichts, oder? Oh, hier gibt es einen Eingang? Den habe ich noch nie gesehen. Way. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall abchecken. Aber hier ist trotzdem nichts. Okay, Leute, ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Ich muss wieder zurück. Naja, ja, ich muss definitiv wieder zurück. Und zwar muss ich zu dem Ort, wo ich das erste Mal die Waffe bekommen habe. Das ist zwar in diesem Portal, aber das Portal es funktioniert irgendwie nicht. Deshalb verstehe ich nicht, ich verstehe nicht. Ich verstehe wirklich nicht, wie das jetzt gehen soll. Aber egal, ich mache jetzt einfach. Im Olymp sieht eh alles gefühlt mittlerweile anders aus. Und man weiß gar nicht, was da jetzt passiert ist, was Sache ist. Das müssen wir alles noch halt herausfinden. So, jetzt sind wir hier. Warte, ich mach mal Speed an. Speed an! Let's go. So, wait. Und rein da. Okay. Freunde, vielleicht müssen wir irgendwie... Warte, bevor ich zu dem Portal gehe, es kann sein, dass es hier irgendwas ist. So. Du bist noch nicht so weit. Das Herz der Insel, die Dunkelheit, unser Herzen, die erfüllt uns. Okay, ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so weit. Vielleicht ist das ein Portal? Nee, da komme ich nicht durch. Hm, da kann die einzige Lösung wortwörtlich nur noch das sein, aber ich weiß gar nicht, ob sich was geändert hat, Leute, das der Olymp... Obwohl... Wir haben den Portal noch gar nicht probiert, seitdem der Olymp sich verändert hat. Oder? Nee, habe ich gar nicht. Vielleicht... Warte mal, was ist das? Was ist das denn? Digga, was ist das denn? Aber ich komme hier nicht rein. Nee, Mann, ich komme hier echt nicht rein. Bro. Leute, das habe ich auch noch alles gar nicht gesehen. Egal, scheiß drauf. Wir probieren da einfach so reinzukommen jetzt. Anders geht's ja nicht. So, Portal. Donner, leite mich. Muss ich da rein? Okay. Ich hoffe, jetzt passiert nichts Schlimmes. Egal, Freunde, ich bin ready. Let's go. Digga, wo bin ich hier? Ey, ich bin in diesem Raum, wo ich gerade war. Bro, hier war ich doch gerade. Das ist das, wo ich eben war, aber... Ja, das ist das. Oh mein Gott, wie krass sieht's hier bitte gerade aus mit den Lichtern. Holy shit. Okay. Was ist das jetzt? Die Kraft der momentanen Teleportation. Konzentriere dich und fokussiere dich. Dein Gegner erscheint. Dann nutze deine Kraft und teleportiere dich zu ihm. Wenn du diese Kraft gemeistert hast, bist du endlich bereit für deine letzte Kraft. Die komplette Zerstörung der YouTuber-Insel. Was? Warum? Bro! Digga, das ist Faker Kianis. Und warum hat er meine Waffe? Hallo? Warte mal, warte, was stand da? Nutze deine Kraft und teleportiere dich zu ihm. Die Kraft der momentanen Teleportation. Wie soll ich mich zu ihm teleportieren? Warte mal, ich habe Rechtsklick. Linksklick. Okay, dann habe ich meine Passive. So, dann habe ich uraltes Desaster unvollständig. Dann kann es doch nur eine Möglichkeit nur noch geben und das ist... Hä? Wow! Digga! Bro! Digga, der will gegen mich kämpfen oder so! Okay, warte mal ganz kurz!
Wo ist der? Ey. Bro, ich kämpfe doch jetzt nicht gegen mein... Oh mein Gott. Warte mal, was war das gerade das? Die Teleportation? Wie habe ich das gemacht? Und warum kämpfe ich gerade gegen mich selber? Oh mein Gott. Bro, ich komm nicht raus. Oh mein Gott. Digga, so viel Schaden mache ich also. Okay, warte. Momentane Teleportation. Wie kriege ich das jetzt hin? Oh, wow. Bro, der kann sich auch teleportieren. Heftig. Okay, ich hab's gelernt. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß, wie es funktioniert. Wow, 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 ich komme hier nicht raus. Okay, Leute, das ist ein ernstzunehmender Gegner gerade. Das ist wirklich kein Spaß. Ich kämpfe gerade wortwörtlich gegen mich und meine Fähigkeiten. Okay. Oh mein Gott, der kann sich auch teleportieren. Alter. Wo ist der hin? Bro, okay, der zeigt mir wortwörtlich, wie man zu kämpfen hat. Wo ist der? Der zeigt mir gerade, wie ich meine Fähigkeiten nutzen sollte. Wortwörtlich. Also. Oh mein Gott. Okay, ich hab's drauf, Leute. Es ist Shift und Rechtsklick. Es ist Shift und Rechtsklick. Da kann ich mich teleportieren. Oh mein Gott, ja. Es geht wirklich. Bro, aber... Okay, ich sag dir ganz ehrlich, wer auch immer du bist, es gibt nur ein Original. Es gibt wortwörtlich nur ein Original und das bin ich. Bro. Digga, ich habe noch nie so schnell einen Kampf gehabt, Bruder. Das ist doch kein Minecraft mehr. Digga, was geht hier ab gerade, Leute? Blitz, Blitz. Bro. Wo ist der hin? Wo ist der? Bam, 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 bam. So. Ich brauch doch Attackennamen, Alter. Ja, so schnell entkommst du mir nicht, Alter. Wo bist du hin? Teleport! Alter. Komm doch. Komm doch her. Komm. Wo bist du hin? Wow, 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 wow. Leute, ich kämpfe einfach gegen mein Ace. Boah, also ich muss sagen, wirklich, die Fähigkeiten sind strong. Boah, das ist einfach ein Kampf um Leben und Tod. Aber was passiert, wenn ich jetzt verliere? Wo ist er hin? Bam. Oh mein Gott, ich war auf einmal hinter ihm. Ich habe einfach einen neuen Skill. Bro. Bro, ich habe das Gefühl, wir sind einfach... Leute, das ist einfach eine Fähigkeit von Dragon Ball Z oder so. Momentane Teleportation. Oh mein Gott, jetzt mach ich ernst. Jetzt reißen wir mit dir. Okay, der kann das auch oder so. Oh mein Gott. Ah! Oh, das ist so... Digga, das ist so... Bro, meine Rüstung ist fast kaputt. Digga, der ist zu stark. Warum habe ich mit Pickaxe gerade gefightet? Hallo? Bro, wo ist der hin? Und wie komme ich jetzt hier raus? Hallo? Wie komme ich denn jetzt hier raus? Hallo, jemand da? Leute, ich habe keine Ahnung. Ich schwöre, ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Du hast die Kraft der momentanen Teleportation erhalten. Nun benötigst du nur noch eine Fähigkeit und deine Kraft ist unberechenbar. Doch überlege weise. Willst du die YouTuber-Insel zerstören? Okay. Und warum soll ich die YouTuber-Insel zerstören? Und meine Güte, wie komme ich hier jetzt raus, Alter? Okay. Alright. Danke. Vielen Dank. Komme ich hier jetzt mittlerweile rein? Nein. Aber warte mal. Oh, Leute, meine Waffe ist komplett vollständig. Fähigkeiten. Macht des Donners, Funkensprung, Kian Zorn, momentane Teleportation und uraltes Desaster. Also, Macht des Donners. Das ist die Passive und das ist der hier. Okay. Schnelligkeit, mehr Damage. So. Funkensprung. Bam, mein Dash. So. Hier ein Zorn.
Momentane Teleportation, das war ja das mit dem Teleportieren, aber ich glaube, das kann ich einfach so nicht machen, ne? Das heißt, ich brauche einen Gegner oder irgendein Monster oder irgendwas, was ich anvisieren kann. So, das letzte war uraltes Desaster unvollständig. Ich kann mir schon vorstellen, wenn das uraltes Desaster ist und da noch krassere Fähigkeiten mit bei sind, dass das Teil noch viel größer werden kann und alles zerstören kann und was weiß ich, was da alles noch passieren kann. Aber ich habe keine Ahnung. Soll ich Mira fragen, Leute? Ich bin ja mittlerweile echt gut mit Mira eigentlich. Sie soll mir mal erklären, wie ich jetzt... Mira, bist du da? Mira? Hallo? Wow! Ey, Mira, du kommst immer... Warum weißt du jedes Mal wieder, wenn die Antwort immer gleich ist? Guck mal, Mira, ich sag dir ehrlich, irgendwie feiere ich dich und mag dich mittlerweile richtig gerne. Ich finde auch, wir sind richtig gute Freunde geworden. Aber eine kurze Sache. Ich habe gerade gegen mein Ich gekämpft. Und ich weiß immer noch nicht, wer das ist. Und wer den spielt und was da der Plan ist und warum. Aber ich habe jetzt meine Fähigkeiten wieder. Du hast die Frau gerade selbst beantwortet. Du hast gegen dich gekämpft. War das ein Bot oder was? Aber egal, scheiß mal jetzt auf den, der ich check. Irgendwie kann ich deine Logik nicht nachvollziehen. Oh Mann, du kannst mich nie nachvollziehen, Mira. Kannst du mir vielleicht jetzt noch erklären, was das hier ist und wie ich hier durchkomme? Oder darfst du mir keine Infos dazu geben und muss ich das selber herausfinden? Ich sehe nicht ein, die dafür Infos zu geben. Okay, kann ich verstehen, Mira. Ist okay, kann ich verstehen. So, eine andere Sache noch. Mira, morgen ist Unheil 1. Morgen ist es soweit. Kannst du, du hast mir ja letztes Mal auch schon einen Tipp gegeben, als du gesagt hast, der Verräter war online. Tobi wurde gebannt. Sei mal ganz, ganz ehrlich zwischen uns beide. Wurde Tobi gezwungen oder war das wirklich Tobi? Wieso sollte er gezwungen worden sein? Natürlich war er das. Aber warum sollte Tobi meine Festung sprengen? Und warum müssen wir Unheil 1 denn... Was ist mit dem Kern? Was ist mit dem Herzen? Was hat das alles mit sich auf sich? Was müssen wir morgen tun? Was mit dem Kern ist, wisst ihr doch schon. Ja, aber... Ach so! Mira! Warte mal. Wenn du gerade hier bist... Ich hab dich schon mal gefragt. Wer war das bei Unheil 1? Wen meinst du? Mich? Ja, dich? Da in diesem Reagenzglas oder was auch immer das ist. Warum tauchst du da nicht auf, aber hier? Habe ich dir nicht schon beantwortet, dass das ich bin? Ja, aber wenn du das bist und du hier bist und der zweite Kian da, ich bin und ich bin auch Kian. Was geht hier gerade ab? Was ist das für ein Spiel? Du denkst zu simpel. Was meinst du damit, ich denke zu simpel? Ich verstehe es nicht. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, Leute. Ich denke zu simpel? Bitte, was wird damit gemeint? Ich denke zu simpel. Ey, was ist? Was ist, wenn es von jedem auf der YouTuber-Insel einen zweiten Charakter gibt?